Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind jetzt relativ am Ende angelangt. Also ich würde schätzen noch, ja, wenn es schnell läuft, 3 Runden. Nee, ich meine, 5 Runden. Wenn es lang läuft, 10 Runden. Habe ich Runden gesagt oder Stunden gerade eben? Egal. Also, Partien wird nochmal interessant, weil die haben ultra viele Fernkampfkavallerie wieder. Also 3 Fullstack-Armeen. Und hier unten wird einfach nur noch aufgeräumt. Gut. Du. Hier komme ich nicht rein, ne? Nee. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die nächste Runde beginnt. Ich muss mal überlegen, wie ich am besten jetzt vorgehe. Vor allen Dingen gegen Pater. Weil, also letzte Runde habe ich überlegt, ob ich Nisa mit beiden Armeen, mit beiden Fullstack-Armeen angreife. Was ich wahrscheinlich dann auch machen werde. Ja, nicht der Angriffspakt, passt, weil da unten will ich sowieso nicht, dass die mich angreifen. Aber also Baktrien ist eigentlich kein Problem. Die Entschuldigung, die Blablablub. Die Guerilla-Taktik von denen stört halt ein bisschen. Aber das ist ja. So, genau, du gehst jetzt da hoch. Du gehst jetzt hier weiter. Das wird auch nochmal interessant. Das wird jetzt auch nochmal interessant. Fand ich spannend. Cool. Genau, das heißt, nächste Runde kommt der nach unten. Da wird es nochmal viel Verschleiß geben. Kann er? Alter, das kann er halt wirklich. Super. Haha. Versuch mal, Raga nochmal anzugreifen. Die Bevölkerung muss da so happy sein, dass jetzt eine richtige Garnisonsarmee da jetzt drin ist. Ja, machen wir mal so. Gut. Da bin ich mal gespannt, ob der da ausfällt. Wenn er ausfällt oder einen Ausfall macht, muss ich mal schauen, ob ich das akzeptiere. Aber ich glaube ja. Genau, er macht nämlich keinen. Weil, ja, er muss in der Mauer drin bleiben. Weil, ach komm. Ja, was sieht mein Auge denn da? Ah, ich bin ein Idiot. Es ist schrecklich, Krieg auf der. Oh nein, es ist sehr schrecklich. Tut mir leid. Warte, ich sag euch mal gleich oder zeige euch mal gleich eine weitere Strategie. Die ist sehr gut. Angemessen haltet seine Schatzkammer, um eine geringe Summe, nahezu ein Spottgeld, zu bereichern. Ja, na gut. Nahezu ein Spottgeld für, also 6000 ist zwar nicht sehr wenig, aber ich glaube, ich kann gar nicht weniger geben, weil ich über 200.000 habe. Okay, Rang erhöht, Rang erhöht.
Was ich meinte, ich hätte meine Armee genau hier hinstellen sollen. Dann ist das Gefechtsfeld hier. Und ich kann die Brücke einnehmen und er muss über die Brücke. Es gibt bei solchen Karten dann immer noch eine Furt, also mindestens eine. Alter. Er hat halt nur 4 Nahkämpfer und sonst 16. Hier auch. 32 Fernkämpfer hat er. Yo, was geht denn bei dir, ey, Dude? Komm, ist sie da, wird sie wieder verwundet. So. Aber solange ich hier in der Stadt bleibe, ist alles in Ordnung. Belagerungswaffen. Erfahrung. Schutz vor feindlichen Agentenaktionen. Wenn ich das... Prozent Moral auf in die Schlacht. Überzeugend, Bewegungsreichweite, Angst einschüchtern. Ja, Angst und einschüchtern mag ich nicht so gerne. Das ist halt einfach, dass ja, die Moral von den Gegnern untergraben wird, also von einer Einheit. Das ist da, also das ist. Ja, ich mache lieber das da. Zwar ist das der Schutz vor Agentenaktionen ziemlich cool, aber den habe ich durch ihn schon. Auch wenn er eigentlich gleich stirbt. Der ist schon 72. Junge, der ist schon ein alter Opa. Heftig. Gut, ich gehe mal hier hin und unterstütze die dann. Du bist jetzt da auch. Du auch. Du chillst da dein Leben. Du machst mal einen normalen Marsch. Du könntest jetzt die unterstützen. Ich weiß nicht, ob er das braucht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schneller Angriff. Das ist super. Das ist super. Noch ein. Hä? Achso, das ist der nächste. Gut, ja, dann mache ich mal den da. Supi, dann geht's jetzt weiter. So, Pura. Pura. Oh, was sehe ich denn da? Da ist ja noch eine Fullstack-Armee bei Bam. Oh, und er greift an. Oh. Aber er sagt von sich aus, dass er keine Chance hat. Okay, Schutzstellung habe ich anscheinend keine Chance. Aber ich sage, wenn ich offensiv gehe, dann habe ich keine Chance. Ich schau mal. Also ich werde defensiv spielen. Und ich sage, das ist die bessere Version. Das Problem ist, dass die leichte Kavallerie viel schneller ist als meine thessalische. Und dadurch kann ich die nie einholen oder kaum einholen. Und das heißt, er
Das heißt, er blockt halt, er blockt nicht, sondern er bindet meine Kavallerie und er hat dementsprechend auch weniger Kavallerie hier, aber das, schon wieder, aber trotzdem ist es so, dass er hat viel mehr Einheiten als ich, deswegen muss ich schauen, dass dass ich hier also er kann es entbehren und ich nicht. Das wollte ich damit sagen. Ich glaube, die Bogenschützen stelle ich hier auf. Weil die können. Nee, oder hier ist eigentlich schon gut. Hier ist eigentlich schon in Ordnung. Wobei. Ich stelle mal trotzdem zwei so auf. Oder drei. Ich mache vier hier. Und die mache ich hier. So, was mache ich mit der Kavallerie? Oh, die habe ich noch gar nicht gepusht. Die ist mal hier. Phalanx? Die machen auch Phalanx. Sehr gut. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Jawohl. Roger. So, da bin ich mal gespannt. Die Steinschleuderer mal hier hoch, weil dann können sie von hier nach da schießen. Also so ist der Plan. Ja, das läuft für ihn nicht so gut. Da sind ja immer noch ein paar. Ja, es ist schon cool. Ist schon cool. Und hier verteidige mich mal. Und setze mich hier aufs Dach. Da verliere ich schon ein bisschen. Was macht er denn jetzt? Ah, nix. Na, aber. Ja, nice.
Werfen die eigentlich auch? Ich glaube, der nicht. Ich mach mal alle mit Brandgeschoss. Das dauert zwar dann länger zum Schießen, aber sieht erstens geiler aus und zweitens dadurch, dass die halt so ultra zusammengepfercht sind. Warte. Genau. Sind die halt dann noch, also dann hat der Bonus oder der Mali noch einen größeren Effekt. Ist schon geil, dass die jetzt wirklich nach da schießen, also in den Rücken von denen. Weil die sollten schon weiterhin da reinschießen. Die da sind egal. Ja, schau, die wanken alle. Okay, die haben auch kaum. Hey, was geht da auf? Warum seid ihr so weit vorne? Das geht mal gar nicht. Schießt der jetzt? Ja, der schießt auch. Ah, ihr seht schon, ich habe kaum Verluste. Also hier ein paar. Aber das ist halt wirklich nichts. Das ist wirklich gar nichts. Ich stelle mich mal neu auf. Na, wie weit die schießen. Ja, okay, das sind Steinschleuderer. Na schön, das kann ich verstehen. Ja, jetzt bekommen die auch langsam Verluste. Aber auch verschwindend gering. Aber das ist ganz gut, was der da macht, weil weil dadurch konnte er hier wieder mehr angreifen. Okay. Der kommt halt. Der wankt halt jetzt schon. Und der ist auch schlecht drauf. Okay, jetzt. Jetzt fängt es an weh zu tun. Wir sollen mal wieder sich auf die fokussieren. Die Nahkämpfer sind echt nicht der Rede wert. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Genau. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Aber die da haben ja noch ein paar. Wie es halt aussieht, ne? Es hat schon ja. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten.
Das ist ja schon heftig. Ja, bald haben die auch keine. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, das ist das Startzeichen für unsere Kavallerie. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wow. Die wird halt komplett von einem Typen aufgehalten. Ah, oh, das kennen wir ja schon. Genau, schnell jetzt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, also am Schluss haben die wirklich angefangen Schaden zu machen. Aber alles im grünen Bereich. So. Tja, das ist nämlich auch schwere Kavallerie. Da komme ich dann dagegen an. Ich töte noch den General. Der feindliche General ist... Sehr schön. Ja, glorreicher Sieg. Auf jeden Fall, Verluste fast 500. Das ist halt gar nichts. Jetzt halt von der 2700, 500. Passt. Er hat halt, ja, bis auf 300 alles verloren. Ist halt schon heftig. Der hatte 40 Friendly Fire und ich 20. Ja, total easy. Easy! Super. Und alles wegen defensiv, ne? Aber, also, ja. Er konnte auch nichts anderes machen. So eine Armee ist halt wirklich fast nur
Dieses Volk bereitet mir Sorgen. Ja, willst du mal aufgeben? So eine Armee ist eigentlich nur gut. Es ist schrecklich. Auf dem Feld. Und in der Stadt ist es. Ja, es kommt da immer auf die Stadt drauf an. Und bei dieser Stadt, die gibt's ja öfters die Bauweise. Oh ja. Der hat ja noch einiges. Mein Gebieter meint. Bla bla blub. Genau, bei dieser Stadt hatte ich den Vorteil, dass ich zwei Eingänge nur verteidigen musste. Ich gehe mal zurück. Ich töte den mal. Sie kapituliert in einer Runde. Das ist doch vorteilhaft für uns. Ja, natürlich komme ich zu dem nicht, ne? Und das weiß er natürlich. Natürlich. So. Wir hungern nach einer Schlacht. Minus 5% Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen. Was gibt's auf Level 3? Kampfgeist. Loyalität für alle politischen Parteien. Das ist natürlich auch sehr attraktiv. So, komme ich noch da auch noch. Er hat drei von mir getötet. Das ist drei mehr als mir liefer. Wie es halt hier aussieht, ne? Also 1, 2, 3, 4. 4 Schlachten. Ja, okay. Der kommt hier auch nicht hin. Wie sieht die aus? Gut, wie sieht's aus? Wir haben schon wieder die fast die 30 Minuten erreicht. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, habt wieder was gelernt bei der großen Schlacht hier. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ein Vulkan.